Willkommen zurück zu dem zweiten Part von Forge of Empires. Tut mir leid für den abrupten Videoabbruch im letzten Video. Ich habe irgendwie nicht auf die Zeit geachtet. Und ja, also wir waren dabei, dass, ja, scheiße, hier 50% Produktivität nur noch. Und das geht ja gar nicht so. Aber da gibt es ja diese schönen Sachen hier, die man bauen kann. Vor allem dieses Denkmal ist toll, das bringt ganze 72 Beliebtheit. Also, ja, das heißt, glaube ich, sogar Beliebtheit. Und die sind nicht straßengebunden, weil die meisten Häuser müssen mit der Straße vom Hauptgebäude verbunden sein, aber Denkmäler und so eben nicht. So, jetzt habe ich sogar geschafft, sie auf 120% Produktivität zu bringen. Das heißt, sie bringen mehr Einkommen. Aber jetzt muss ich erstmal eine Sperrkampfkaserne bauen, weil die ist auch wichtig. Ja, okay. Es ist hier gerade, wie ich das strukturiere hier gerade, ist nicht gerade so toll, aber das passt schon. Dann noch 14 Sekunden, dann ist meine Sperrköpfe-Kaserne auch errichtet. Am Anfang geht es noch sehr schnell, dass die Gebäude errichtet werden, deswegen kann man den Anfang auch so gut noch let's playen. Im Gegensatz zu dem weiteren Verlauf. Aber, Mann, ich komme ganz schön schnell in der globalen Rangliste voran. Aber es liegt auch höchstwahrscheinlich daran, dass, keine Ahnung. Egal, ich sollte einen Sperrkämpfer rekrutieren, das werde ich auch gleich machen. Und den dann in meine Armee mit aufnehmen. Apropos Armee, ich sollte unbedingt meine beiden in die verteidigende Armee packen. Nicht, dass ich angegriffen werde und keine Verteidigung habe. Das geht ja gar nicht, das würde ja ganz schlimm sein. So, dann mein Sperrkämpfer ist jetzt auch fertig. Dann rekrutieren wir ihn doch gleich mal und packen ihn auch erstmal in die verteidigende Armee. So. Habe ich 3 Sperrkämpfer in der Verteidigung, das ist schon mehr als die meisten Leute überhaupt haben, weil die meisten immer nur 2 in der Verteidigung haben. Einen anderen Sektor von Dunasund erobern, das ist doch auch eine tolle Aufgabe, dafür muss ich sie ja nämlich wieder rausnehmen aus meiner tollen Verteidigung. Egal, das ist ja nicht schlimm, dann wollen wir uns doch hier mal 65, ah, egal. Hier haben die schon Reiter drin, wow, aber Reiter sind eigentlich, ja, scheiße, aber darum geht es jetzt gar nicht. Mit 3 Sperrkämpfern werde ich das locker gewinnen. Der Reiter fängt zwar an, weil er eine schnellere Einheit ist und einen besseren Initiativewert hat. Initiativewert, weiß jetzt gar nicht, ob es den für die Einheit überhaupt so regulär gibt, aber zum Beispiel die fangen halt, dass Einheiten wie Reiter schneller anfangen, sind halt schnellere Einheiten, wie hier auch steht, können weiterlaufen, fangen halt schneller an. Und dieser Initiativewert bringt halt nur, dass man weiß, dass die schneller anfangen als zum Beispiel jetzt meine Sperrkämpfer. Weil die halt nicht so gut sind. Dann gibt es wiederum noch andere Einheiten, die sind noch langsamer. Barbana. So, der Reiter. Oh, der macht ganz viel Schaden, wo das ein Reiter ist und dass meiner auf dem Felsenfeld steht. Aber jetzt wird mein Sperrkämpfer ihn erstmal töten. Hat der verdient. Finde ich. Findet ihr auch. So, und jetzt wird hier dieser Hammer Fritz, oder wie auch immer man ihn nennen soll, auch leiden. Jetzt ist der Hammer Fritz auch dran, greift mich zurück an, dann gibt es einen Konterangriff von mir und er stirbt. Ja. Genau das habt ihr gerade gesehen. Bleibt da stehen. So, jetzt greift er meinen an, dann gibt es einen Konterangriff von mir, mal gucken. Okay, irgendwie keinen Konterangriff. Okay, gerade war eine unerwartete Störung, aber das soll mich nicht daran hindern, jetzt weiter aufzunehmen. Und jetzt werden wir den Hammer Fritzi hier auch endgültig, wie sagt man das, vom Fenster, ach egal, von der Bildfläche verschwinden lassen, sagen wir es mal so. Und ja, dann haben wir den Sektor dann auch eingenommen und die Quest beendet für 250 Vorräte. Am Anfang kriegt man Vorräte und Geld einfach hinterhergeworfen. Jetzt soll ich noch einen Sperrkämpfer rekrutieren. Gut, dass ich das noch nicht gemacht habe. So, weil am Anfang im Tutorial, das ist im Prinzip noch das Tutorial, da wird einem einfach alles gesagt. Wenn man da irgendwas zu früh macht, dann ist es dann schon wieder falsch. Und das ist auch nicht gut. So. Ach, ja genau, der ist ja jetzt auch in 7 Sekunden fertig, der gute Sperrkämpfer. Und dann geht's weiter. Ich bin noch der Letzte in meiner Nachbarschaft, oder? Ja,
Es gibt nämlich eine Nachbarschaft, in der ich mich befinde. Es gibt 73 Mitglieder in dieser Nachbarschaft. Was eigentlich recht viel ist. In meiner anderen Nachbarschaft auf Server 8, da sind nur... Da sind nur 25 in meiner Nachbarschaft. Waren aber mal mehr drin. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Und sonst, ja, ich soll jetzt Dunasund ganz in meinen Besitz bringen. Das wird keine große Aufgabe sein. Oh, doch, ja, mein Krieger, da wird der ein oder andere von mir durchaus drauf gehen. Okay, ich greife jetzt noch nicht an. Meine Leute sind noch nicht vollkommen fit. Aber ich kann ja... Nee, dann greife ich auch niemand anderen an. Was gibt's noch zu sagen? Genau, wenn man jetzt Güter hat, dann kann man sie hier im Markt handeln. Dann steht auch immer der Kurs, in dem die angeboten werden. Kurs von 1 ist eigentlich nicht so der beste Kurs. Da kann man doch schon bessere Sachen machen. Ich könnte jetzt ein Angebot erstellen, aber ich habe halt noch keine Güter, wie ihr seht. Und meine aktuellen Angebote sind deswegen auch nicht vorhanden. Ja, theoretisch gesehen könnte ich das schon produzieren für ein bisschen für ein bisschen Vorräte, aber das mache ich jetzt nicht. Weil ich finde, es lohnt sich noch nicht so. Aber ich kann ja mal eben ein bisschen hier diese Teile hier verschieben in die Ecken. Weil die Ecken werden meistens nicht so sehr benutzt für irgendwas zum Dahinstellen, außer halt diese Sachen, weil die keine Straßenbindung brauchen. Und deswegen kann ich die da erstmal alle hinstellen. Hier haben wir noch einen Baum, der sich schön hinter dem Baum von meiner Hütte versteckt. Das war's dann, genau. Und dann sollten meine Krieger auch schon bald... ich greife nicht an. Die sind sogar noch unabhängig. Das heißt, wenn sie sterben, sind sie ganz weg. Das ist dann gar nicht so toll. Und jetzt mir schon neue Sperrkämpfer hier zu holen, das gibt bestimmt noch Aufgaben. Neuen Slot freischalten, neuen Sperrkämpfer rekrutieren. Gibt es bestimmt noch als Aufgabe. Und ja, das werde ich dann wann anders machen. Okay, dann gilt es jetzt eigentlich, was es in dem Spiel sehr viel gilt, zu warten. Wieso produziert mir das, wieso macht mir das kein Geld? Das sehe ich aber gar nicht gerne. Das ist doch hier angebaut und so. Ein interner Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie später noch einmal. Okay, jetzt lädt die Seite neu. Das hatte ich schon öfters. Das passiert manchmal. Weiß auch nicht wieso. Vielleicht ist dieser Fail, dass mein Fallbote gar nichts bringt, ja jetzt weg. Hoffe ich mal. Dann wollen wir mal warten, bis es wieder fertig geladen ist. Oh, was ist denn hier passiert? Ach du Scheiße, die ganzen Neuigkeiten. Hier, da haben ganz viele mal meine Verteidigung durchbrochen, meine Sachen wurden poliert, aber da, weil ich habe diesen Server hier in meinem Account schon länger und das ist halt mit der Zeit sehr viel passiert und ja, bringt das jetzt was? Ja, geht doch, aber dafür dauert es halt ein bisschen, aber das ist ja jetzt nicht schlimm. Und dann sollten... dadurch ist meine Zufriedenheit jetzt aber auch schon wieder nicht. Aber, okay, auch noch nicht ganz fertig. Und jetzt bin ich schon Rang 48. Da war wohl auch ein Fail, dass er mir die Punkte nicht gegeben hat. Genau, und dann könnte ich mal mein Profil bearbeiten. Wo haben wir es denn? Genau hier. Erstmal mein Profiltext eingeben. Hier, ändern. Dann weg damit. Da geben wir natürlich erstmal, so wie immer, meinen Kanal an. Das mache ich ja auch bei Shakes & Fidget immer und das machen auch alle anderen immer bei Shakes & Fidget und so. Und mal gucken. Manchmal speichert er das nicht ab, weiß auch nicht wieso. Wie soll ich meine Stadt nennen? Keine Ahnung. Wie wäre es mit BMT Town? Nicht alles groß schreiben hier. So, keine Ahnung. Passt schon. Dann Bedarf ganz viel, Angebot gar keins. Nein, darum geht es ja gar nicht. Aber... So, dann werde ich diese Aufnahme jetzt ausklingen lassen, sozusagen. Also in einer halben Minute kann ich hier theoretisch gesehen noch aufnehmen. Im Inventar, genau, da kann ich auch schon mal was zu erzählen. Man kann hier dann später Blaupausen für legendäre Gebäude kriegen und noch verschiedenste Sachen. Und ja, dann habe ich jetzt auch schon wieder ein bisschen Geld für meinen kleinen Hütten hier, mein Steinzeithütchen. Muss man sich mal hier angucken, da ist das schon ein großer Unterschied zwischen diesen kleinen Hütten mit so einem Baum daneben. Unter diesem Jägerstand und dann diesen Sachen hier, das sieht doch schon nach mehr aus.
Damit verabschiede ich mich dann. Bis zum nächsten Mal.